Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir sind immer noch im Tempel des Tuamovai, nachdem wir in der letzten Aufnahmesession ich mir den halben Mast abgebrochen habe mit dem ersten Gegner hier in der Arena, wir ihn immer noch nicht geschafft haben. Deswegen starten wir einfach gleich mal ins Becken. Ja, und machen die Arg um die der Elemente. Einfach mal so. Und ja, eigentlich würde ich immer noch gerne wissen, wie man den Rest der Insel betreten kann. Und wie viel schwieriger die anderen Kämpfe nachher werden, wenn der schon so schwer ist. Ja, das dreiköpfige Teil wieder. Ja. The primal elements shall sort predator from prey. Triumph or perish. There is neither. Ja. Hell, those poor souls. Ja, diese verdammten Seelen. Who comes to muddy the light? So, wir versuchen es wie immer wieder. Mist. Nee. Okay. Da stand ich nicht nah genug dran. Und ich sollte wahrscheinlich wirklich nur einen auf die Totems hauen lassen. Ich hoffe, dass einfach alle tot ins Tod gehen. A new challenge. Ja, ja. Hell, those poor souls. So, Konstantin, geh mal ganz ruhig hier vorbei. Hau da drauf. Hau noch mal drauf. Hau noch mal drauf. Und noch mal so. Dumm, die dumm, die dumm. Ich habe extra die KI von ihm deaktiviert. Was macht das eigentlich? Kämpfe mit deiner Mordtax defensiv und erhöhe die Angriffsbindung auf Kosten des Schadens. Nö. Wechsel mal die Waffen ein bisschen mehr elementar. Vielleicht hilft das ja. Nö. Schön, dass du jetzt das Level-Up für die Axt hast. Also die Seelenbindung verbessert hast. Ich habe selber nicht mal jetzt gelesen, war doch zu faul zu gucken. Was genau die Axt jetzt besser macht. Ich weiß nur, ich muss als nächstes in einen Sturm segeln. Okay.
Okay, die Dinger sind kaputt. Wir können mal einen Quicksave machen. Wir haben nämlich den Tyrann des Verfalls noch nicht getriggert. Need something? Why not? Können euch in Aufstellung bringen. Können nochmal einen Quicksave machen. Und dann geht's mal los. So. Buffen. Stand together. Okay. Dann lassen wir mal die Bestie raus. Beschwören noch Unterstützung. Du, was kannst du machen? Hm, Blutbad. Panthersprung. Blutsturm. Ja, mach das mal an. Und wir haben Leck. Du heil dich am besten, Mark. Soti heil dich am besten auch. Okay, wir haben ihn schon mal verletzt. Wie wär's mit einem Herzsucher? Adolf, mach mal böse Geschosse. Seraphin. Reinen Schaden, das ist immer gut. Ihn heilen, das wäre keine schlechte Idee. Flammensäule könnte helfen. Der Bogen wirkt noch. Was hätten wir noch? Okay, ist schwer verletzt schon mal. Na, was haben wir noch an Heilung, Soti? Flammensäule. Ja, mach mal lieber Schaden. Alof, was hätten wir doch hier im Angebot? Todesbolzen, Seraphin. Was war das nochmal? Lasse den Angriff eines Verbündeten mit den Erinnerungen ihrer Seele wieder. Das gewährt dem Verbündeten einen wesentlichen Durchschlagskraftbonus. Ja, Konstantin. Okay, jetzt brauchen wir aber langsam mal Heilung. Das da müsste heilen, oder? Nein, das heilt nicht. Wiederbelebung, geringer Avatar, nein. Zur Not habe ich eine Wiederbelebung. Dann machen wir das. Okay, ist dem Tode nah. Ist es etwas? Ich habe noch genug für einen Herzschuss.
Konstantin, versuch's mal zu breit zu schlagen. Kettenblitz drauf. Oh, wir haben es besiegt. Yay. Gegner besiegt und jede Menge Zeug rausgekriegt. Geld, ein paar Tränke, schwarze Perle. Jede Menge Essenzsachen. You have completed the first examination. Well done. Du hast ja die erste Prüfung überstanden. Gut gemacht. Your fury brings joy to this arena and honor to your name. Deine Wut bringt Freude in diese Arena und sie bringt deinem Namen Ehre. You have endured what the first of many trials. Return when you are ready to face your next challenge. Du hast gerade einmal die erste deiner vielen Prüfungen bestanden. Kehre zurück, sobald du bereit bist, dich der nächsten Herausforderung zu stellen. Soll das eigentlich ein Wolf oder ein Schweinskopf sein? Gut. Der Tunnel ist durch eine hochgezogene Zugbrücke versperrt. Aha. Gut. Was sagt die Quest? Der Übergangsritus. Beginne mit der ersten Herausforderung. Um meine Schätze sich Sorgen zu machen, dass die Bewohner von Kasuvari meine Anwesenheit als eine Frau auffassen könnten, sollte ich nicht an ihrem Wettkampf teilnehmen. Sie meinte, ich könnte meinen ersten Ausdruck in den Spätziegel damit beginnen, indem ich das Pink der Erinnerung an der Weisheit des Tempels unterhalb der Arena benutze. Ich habe einen Kampf gegen die Elemente gewonnen. Ich sollte mehr über diesen Ort in Erfahrung bringen und Aufsehen Humaya ist wahrscheinlich die Person, die mir die Antwort geben kann. Mhm. So, ist sie noch hier? Ja. Eine ordentliche Show, die du da abgeliefert hast, Herausforderer. Eine ihrer Hände liegt auf der Kante des Sockels unter der Schale voll schimmerndem Wasser. Now that you've earned your place here, we've some time to discuss the state of things. Jetzt, da du dir deinen Platz hier erkämpft hast, haben wir etwas Zeit, über die derzeitige Lage zu sprechen. I sent Muatu that you might speak to him and seek us out, Watcher of Cad Nua. Ich habe Muatu geschickt, damit du mit ihm sprechen kannst und er dich zu uns führt, Wächter von Cad Nua. Ein Brief hätte es auch getan. Weißt du eine Angelegenheit, die für die Diener zu heikel wäre? Wie kann ich helfen? Ich bin hier. Was willst du von mir? Ein Brief hätte es auch getan, weißt du? I wanted to know that you fairly earned your title. That you stand before me proves you a true watcher. Ich wollte sicherstellen, dass du deinen Teil auch deinen Titel auch verdienst. Dass du nun vor mir stehst, ist Beweis genug dafür, dass du ein wahrer Wächter bist. An even half-competent scholar could have found their way here based solely on the design of the crate you sent. Selbst ein nur halbwegs kompetenter Gelehrter hätte seinen Weg hierher mit Hilfe des Designs der Kiste finden können, die du geschickt hast. Er verschränkt seine Arme und sieht sie stirnrunzelnd an. A man's life for a message and a test. Good trade. Das Leben eines Mannes gegen eine Botschaft und eine Prüfung. Ein gutes Geschäft. Eine Angelegenheit, für die Diener zu heikel wäre. Bringing an outsider here presents certain dangers. I couldn't risk it, not knowing myself quite how serious the situation is yet. Einen Außenseiter hier zu bringen, kann sich als gefährlich erweisen. Ohne zu wissen, wie ernst die Situation wirklich ist, wollte ich nichts riskieren. Noch nicht. Best tell that to the poor Swabiyu's head. Stank up our old. Erzähl das lieber der armen Landratte, deren Kopf auf unserem Schiff vor sich hingegammelt hat. You travel with a watcher. Surely you know as well as I do that death is but a step towards a new life. Du reist mit einem Wächter. Sicher weißt du so gut wie ich, dass der Tod nur ein Schritt in ein neues Leben ist. Ja, wie kann ich helfen? Our ancestors constructed this temple as a tribute to the souls of all life, of predator, prey, and the primal dance that forever binds them. Unsere Vorfahren errichteten diesen Tempel als Tribut an die Seelen allen Lebens. Die Seelen von Jägern und Gejagten und dem ursprünglichen Tanz, der sie auf ewig bindet.
Sie fährt mit ihrer Handfläche über den verwitterten Stein. Souls came to permeate these walls. A choir of voices greater than any individual chanter or druid. Sehen haben diese Mauer durchdrungen. Ein Chor aus Stimmen, der lauter ist als jeder Sänger oder Druide. They became not unlike a god, at least upon this isle. Sie sind einem Gott nicht unähnlich geworden, zumindest auf dieser Insel.